man muss das einfach ernst nehmen. Also wie gesagt, der Winkel muss stimmen. Und dann ist in so einer grandiosen Konditorei wie bei Eigel in Köln, da ist dann sogar so etwas ausgezeichnet grandios, nämlich dieses ist Cremetorte. Und ich sage mal, trotzdem es nicht Sahnetorte ist, sondern Cremetorte, ist es so unglaublich. Wir machen jetzt hier mal mit dem Seziermesser, hier unten ist also der Mürbeteig. Der ist alleine schon so lecker, den würde man auch als Weihnachtskerze Blanco, Weihnachtskekse Blanco kaufen. Dann ist hier eine Schicht Creme, ja, die ich jetzt mal hier so andeute. Dann ist hier eine weitere Schicht Biscuit. Und dann ist hier senkrecht, hier Erich Honecker und Margot Honecker abwechselnd als Maurer. Dann ist da Orange und Zitrone. Und jetzt komme ich hier rum, dann habe ich da gegen den Horizont diese Schokolade, wie der Schweizer sagen würde. Und ein Sahnekeks und dann hier oben diese Gelatine, Orangeade, sonst wie. Also Eigels Preisverleihung kriegt dann hier noch das Preisschild, das ist 3,30 $. Und das heißt noch nicht, wenn man fertig ist, dass man satt ist. Und dann geht man da vorne am Buffet vorbei, dann haben die noch so unglaubliche Sachen. Und insofern breche ich das jetzt hier ab mit dem Winkel des Tortentesters in Lichtgeschwindigkeit. Und das wird jetzt in Zeitlupe verköstigt. Und hier ist das Scheunentor. Und jetzt kommt es. Hier, freihändig, ja. Eigel braucht Weigel.